Und damit ein herzliches Willkommen, Freunde, zurück zu einer weiteren Folge von Blown Star Defense 5 mit dem Kiethoff Boyi, heißt der hier zumindest. Und ich habe heute mal wieder gedacht, ich nehme mal wieder die Wurfpfeilaffen mit. Weil ich hätte schon lange nicht mehr. Die schwierige Map Sandküste, ich habe ihn was gefragt, ob er sich um Platzbar traut. Ich fand nur Platzbar auf der Map dann doch ein bisschen erstmal zu hart, deswegen dachte ich mir, machen wir erstmal mit schwer, weil ich habe schon wieder gemerkt, gerade im Ladescreen, dass er auch schon wieder so ein bisschen gedauert hat mit dem Laden, aber das heißt ja noch nichts, dann warten wir erstmal ab, gucken wir mal, was hier so wird. Ach, jetzt wieder selber klicken, ne? Ist ja ätzend. Und dann schauen wir mal, ist Runde 24, sollte man ja locker, denke ich mal, das ist ja sowieso nicht im Platz, also kann ruhig ein paar Blunts durchkommen, das ist ja überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Thema. Ja, ich hasse das auch, eingeladen zu werden, einfach weil man so krassen Delay hat, was die Funktion hier angeht. Starten und Geld sind, glaube ich, auch ein bisschen Delay in der. Okay. Ich glaube, er ist ein bisschen hinter mir. Minimal. Jetzt nicht mehr, okay. Komisch. Sah zumindest gerade so aus. So, kann ich hier zwei hinsetzen? Hier und. Anscheinend glaube ich nicht. Könnte ich hier eine hinsetzen? Ach, ist nicht dein Ernst, oder? Ich hasse das. Na gut, man macht es halt so. Der Profibauer kann auch schon wirklich auf den Sack gehen. Mit seinen komischen Bananen werfen. Ohne Witz. Kann schon ziemlich nerven. Ich werde auch gleich mein Dreifach-Profil setzen. Go! Gleich noch eine zweite Plantage hin. In wenigen Sekunden. Ja, da müsste man irgendwie mal eine Map nehmen. Eine bestimmte Map, wo diese Bananen auch wirklich was bringen gleich am Anfang. Oder ich sollte meine Tower einfach mal ein bisschen weiter an den Anfang setzen. Aber es ist schon. Das ist schon okay, wenn ich den hier hinsetze. Das ist schon gewollt gewesen. Das war wirklich gewollt. Aber der hat auch schon Bananenbauer, nicht schlecht. Also die Profi-Stufe. Not bad, not bad. So, jetzt kommen wir die nächsten hin hier. Schon mal ein guter Hinweis. Vergesse ich immer wieder. Ich würde den noch nicht upgraden. Ich glaube nicht, dass es wirklich vonnöten sein wird. Ich denke, zwei reichen bei der Schnittstelle hier erstmal. Ich brauche noch mehr Bananenplantagen. Moha! Wie gesagt, ist nur schwer. Das heißt also, es ist auf Runde 85, aber das ist noch okay. Und Platz war jetzt noch ein bisschen kritischer. Da müssen wir hier unten auf jeden Fall noch was hinhauen, aber jetzt reicht erstmal. Ich denke, ich werde sogar einen Klebstoffschützen hier hinsetzen. Oh, verzeih. Verzeih, verzeih. So, eine hoch. Da hatte ich noch keine Vision für meine Dings gehabt. Für die Tarnbloons. Ja, hier fließt Money durch die Bananen, das ist ja unglaublich. Nächste, zack. Ja, das ist auch schon dabei, die Dinger auf Bananenplantage aufzurüsten. Auf die. Ah, ihr wisst schon, auf die hier halt. So, was macht man jetzt mit dem Geld? Aber wir können auch die ganze Zeit nur mit Wurfeilaffen spielen, ist ja auch kein Thema. Kriegen wir auch hin. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ich würde da hinten ungern Dings hinsetzen. Einen Klebstoff schützen. So, ich setze mal hier. Am besten ein Affendörfchen hin. Ein Teil von ihm wurde leider nur. Ist leider nur mit dem Rain in der Range, aber. Ist ja egal. Money! Ja, bis zur Runde 46 sollte man vielleicht noch irgendwie ein paar Sniper mehr haben oder ein paar gute Tower, die uns wirklich offensiv was bringen. Wo verlaufen die schon nur lächerlich? Das ist viel zu stark. Nagelfabrik, okay. Ist da unten wirklich nicht schlecht.
Ist er noch in der Range? Ich habe in der Range drin. Das ist wirklich nicht doof. So, gleich nächster Dings. Hier kann man es auch wirklich gut erkennen, ob man dealt oder nicht, wenn ich kein Geld mehr kriege. Ein bisschen delayed, ja. Aber das ist noch akzeptabel, das ist noch alles wunderbar, alles im Rahmen noch. Noch ist alles im Rahmen, das ist okay. Also Affenleuchtfeuer, Affenfeste, damit wir alle ein bisschen mehr Schaden machen können. Und dann denke ich, nee, jetzt nicht schon wieder Superaffen, ne? Was anderes. Kein Superaffen. Wir bauten einen Superaffen, aber ich habe jetzt schon so oft Superaffen. Es gibt aber viel zu wenig Tower außer, finde ich. Viel zu wenig Tower. Ich könnte definitiv auch eine Nagelfabrik hier unten hinsetzen. Bisschen mehr in die Mitte. Ich glaube, er konnte nicht weit. Das ist auf der Seite ein bisschen bei ihm ein bisschen komisch. Aber ich konnte. So, jetzt hat er natürlich. Er hat schon Superaffen für die Mobs. Das ist schon ganz okay. Ja, sollte ich wirklich auch einen hinsetzen? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde ein Fallschussgewehr sogar benutzen, mal wieder. Aber das ist auch doof. Das ist eine Scheiß-Map, da bringt ein Fallschussgewehr nicht wirklich viel, weil die sich immer wieder splitten. Na gut, aber doch. Wir haben uns doch dem. Nee, ich mach das nicht. Ich mach das nicht. So. Achso, er spielt immer noch. Ja, das war ja nicht ganz so schwer. Hey, je länger die Runden halt dauern, desto mehr muss ich am Endeffekt dann nochmal warten auf die Leute, ne? Wenn sie delayen. Denkt ihr, ich krieg die noch hin? Was hat der für eine Range? Ah, der hat eine fette Range. Wurde die verbessert beim... Ja, wa? Die wurde verbessert beim Upgrade auf den Bananenprofi. Könnte ich mir schon vorstellen. Ich dachte, geben wir das auf die Eier. Das ist schon mal 49. Okay. Tödliche Präzision. Na, wobei Schnellfeuer auch nicht schlecht wäre. Aber ich glaube, für die Mobs dann später werden... Verstehe nicht, wie lange das... Okay, jetzt geht's. Warum es immer so lange dauert, das kann ich aber nicht nachvollziehen, aber egal. Das ist der stärkste, ja, das ist auch stärkste, wunderbar. Habe ich nicht einen Super... Ne, wollte ich ja gar nicht, stimmt. Ich wollte ja keinen Superaffen hinbauen. Das ist ja klar gewesen. Kein Superaffe. Hier können wir noch so einen hinsetzen, so einen ganz kleinen hier. Kann mir irgendwann nicht so lange dauern, wollte ich schon sagen. Die Runde war recht kurz gewesen. So, Radarscanner, Dschungeltrommeln. Jetzt geht's richtig ab. Hier nochmal einen schönen Power Boost für alle Units. Immer um Kreis. Ja, wunderbar, hat auch schon lange gewinnen geworden. Das ist schön. Nochmal tödliche Präzision. Und ja, mal gucken, was wir jetzt noch bauen können. Bombentürme könnte man noch bauen. Ein Schredder wäre auch eine Möglichkeit. Das ist durchaus richtig. Vielleicht sollte ich auch noch einen Eishauer irgendwie hinsetzen. Ach, geht ja gar nicht. Scheiße. Total doof, er hat immer die ganzen, er hat immer genau die Knotenpunkte. Ich bin da immer ein bisschen weiter links. Was mache ich nun? Ich könnte. Nee, könnte ich auch nicht. Das sind zu wenig Tower zur Auswahl. Ich könnte hier links hinsetzen. Auf jeden Fall ein großes NO. Niedernebenzielsystem. Das Geschenk. So. Mein gutes altes Affenfliegerass. 12.000. Was soll ich mit dem Geld bloß machen? Ich könnte U-Boote bauen. Ich werde jetzt einfach eine ganze U-Boot-Flotte bauen.
Eine riesige Marine. So. Na? Was wird's? Alle schön aufrüsten. So. Oh Mann, nervt das. Achso, war ja nur der BFB, glaube ich, sollte recht schnell vorbeigehen, die Runde. 25 Runden nochmal mit dem Scheiß-Delay nach vorne. Vor allem kann das so lange dauern, dass es ein BFB. Er macht exakt das gleiche wie ich. Er sieht ja auch exakt das gleiche, was ich ja sehe. Oder seine Türme machen exakt das gleiche, was meine Türme ja auch machen. Wobei, jetzt weiß ich auch noch nicht, ob das wirklich so ist. Aber eigentlich müsste es ja, weil es sonst total beschissen wäre. Oh mein Gott, ey. Okay, ich kann mich da nur pausenlos drüber aufregen, was einfach scheiße ist. Das verschwendet sehr viel Zeit, dummerweise. Jetzt macht das mir nach. Oh, hat auch schon so ein Bananenforschungsding hier. Auf das hat er anscheinend gespart. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Ob sich das jetzt noch lohnt, weiß ich nicht. Ich werde bis 30 Sekunden nochmal. Bis 20 Sekunden mal zählen. Wenn es dann wirklich jetzt über 20 Sekunden ist, dann werde ich abbrechen, weil es einfach viel zu lange ist. Kann aber nicht sein, dass ich da 20 Sekunden warten muss. Ja, er macht immer noch. Also 30, okay, 30 Sekunden ist Maximum. Und wenn es nach der nächsten Runde 30 Sekunden ist, dann höre ich auf damit, weil das kann nicht sein. Da muss ich 20, da muss ich allein 10 Minuten warten. Und das ist ja immer noch so. Er kämpft ja immer noch. Da seht ihr das Geld. Ich kann nicht 10 Minuten warten. Und ich werde es auch nicht rausschneiden. Ich sehe es nicht ein, warum ich mir nacheinander noch Schnippelarbeit machen sollte. Nur weil die ja verdammt nochmal ein scheiß Gerät haben. Immer noch kämpft er. Das ist locker schon 30 Sekunden. Ich gebe ihm noch eine Chance dann mit der Runde. Es ist ja locker eine Minute, die ich jetzt gewartet habe. Das ist ja heftig, ey. Da müsst ihr wirklich gute Geräte an den Start bringen, Leute. Ansonsten kann ich nicht mit euch spielen. Das geht nicht. Ich habe da ehrlich gesagt auch irgendwie was anderes zu tun. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann alleine weiterspielen. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ich bin raus. Ich gehe raus. Ich kann hier keinen, das sind wieder anderthalb Minuten sicherlich, die ich an dir habe. Tut mir natürlich leid, ich habe gesagt, ich werde die Karten in die Runde, weil es einfach nicht anders geht. Ich schreibe ihm gerade, leider ist dein Gerät zu schwach. Ja, das war zumindest der Krithoph Boyi gewesen. Boyi, wie auch immer. Ich habe gesagt, ich werde die Karten in die Runden, weil das wären jetzt auch wieder locker ein, keine Ahnung, 40-Minuten-Part gewesen, weil ich einfach hätte 20 Minuten allein warten müssen. Und das waren noch kleine Runden, ja? Das waren noch kleine Runden. Dann später bei den ganzen Zeppelin, bei der Runde 80 und so weiter, haben wir locker anderthalb Minuten Delay, weil der einfach viel zu lange braucht. Deswegen, bitte Geräte, gute Geräte mit an den Start bringen. Damit ihr nicht allzu lange braucht beim Spielen. Ich bin euch da überhaupt gar nicht sauer für. Wie gesagt, ich cancel die Runden. Da habe ich mir dann schon mal. Das habe ich mir halt schon gesichert, dass ich die Runden cancel. Ist ja okay. Und ja, tut mir leid, dass wir leider nicht bis zu Ende spielen können, wenn einige Leute dummerweise zu schwache Geräte haben. Aber so ist das halt. Das ist halt. Kann halt nicht hier das gleiche mega starke Gerät haben. Deswegen. Okay. Leider nur 15 Minuten, aber wie gesagt, hätten wir durchgezogen, dann wären wir locker bei 40 Minuten. Das hätte ich euch garantieren können, dass wir da bei 40 Minuten wären. Weil wir haben jetzt schon 30 Sekunden gewartet, schon in der Vorrunde locker 40, 50 Sekunden. Und das hätte sich halt wirklich komplett weiter noch weggezogen. Das wäre einfach zu krass gewesen. Gut, Leute, wer mitspielen möchte, in der Videobeschreibung findet ihr die Facebook-Gruppe. Und da dürft ihr euch gerne bewerben, ich werde euch da annehmen. Und dann können wir gerne spielen, dann werde ich sagen, wann ich immer spiele. Und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben und ich werde dann nacheinander mit den Leuten, die noch nicht dran waren, spielen.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei BTD 5. Ciao!